say we head out early. Get some extra shooting in. Ain't that obvious, huh? Everyone struggles with their shot sometime, man. Nothing to trip about. Just gotta get back at work, that's all. So what do you think? Cool. I can use all the help I can get. I gotta do something different. You ready now? Cool. Hey YouTube Cracks, willkommen wieder ein bisschen NBA 2K heute und wie geil ist das denn? Ich hocke hier in dem Kraftraum mit einem Golden State Warriors Sportanzug, obwohl ich für die Chicago Bulls spiele. So sieht's aus, der Boss hält sich nicht an Regeln, läuft rum wie er will. Und ja, so wie sollte, werden wir jetzt ein bisschen ein kleines Mini-Trainingsspiel gegen oder mit Jimmy Butler machen. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Wir spielen heute gegen die LA Clippers. Und das wird nicht einfach, denke ich. Das wird gar nicht einfach. Aber wir sind gut drauf. Das letzte Spiel war gut. Ich denke auch, wenn wir so weitermachen, dass auch dieses Spiel ganz gut wird. Oh, wir wärmen uns hier ein bisschen auf. Okay. Jawohl, der erste geht daneben. Wie cool ist das? So, her mit dem Bällchen. Slam. Komm schon, rein damit. Wieso geht die Kamera immer so nach hinten? Das ist total komisch. Voll verwirrend. Richtig verwirrend. Ja, okay. Das ist ein bisschen weiter weggehen. Mal gucken, wie es von hier aussieht. Oh, und das sieht schon anders aus. Jawohl, drinne. Okay, ich muss ein bisschen früher loslassen, sehe ich gerade. Hey, wo ist der Ball? Da ist der Ball, das war jetzt zu schlecht, aber er geht trotzdem rein. Und jetzt zieh mal zum Korb. Bam! Oh, was für eine Bewegung. Oh nein, der andere Ball hat meinen weg. Was war das gerade? That's some good work right there. You're gonna see the difference tonight. Hope the scoreboard operator is ready, because we're gonna be lighting it up all game long. Let's do this. Das Grinsen von dem Boss. Ah, nicht ausverkauft hier das Stadion. Alright, es geht los. Es geht los. Coming to you live on this Saturday night. This is Kevin Harlan along with the rest of our 2K broadcast team. Steve Kerr, Clark Kellogg and Doris Burke. Just a single game at home after this one it's back on the road. Okay, wir bleiben dran. Nein. And of course the big news, Jamal Crawford out with the injury. Und hier auf Chris Paul aufpassen. When he went down in the last game that it wasn't good. Und natürlich auf Blake Griffin. Nein, mein Freund. So sieht's aus. Schöne Defense hier. Oh, ich wollte von hinten dran, aber egal. Gute Defense. Wow, schade. Das ist ein richtig cooler Pass geworden. Was heißt hier? Schlechte Passanforderung. 2K halte ich da einfach raus. Das war alles super. Das hätte richtig geiler Slam werden können. Ja, Gibson, was ist los? Komm schon, Butler. Jawoll. Schade, stand glaube ich über der Linie, sonst hätte es auch fast ein Dreier werden können. Okay, wir bleiben dran. Didn't have all the guys they would have liked on the floor because of the foul trouble they were in. Oh shitness, wie kommt er da ganz alleine? Oh man. You know, it's always nice to get the easy look inside for your first points of the game. I agree, it settles the team down offensively and you establish success in the post. That forces the defense to make some adjustments. Komm schon, 1 gegen 1. Wir nehmen den Wurf. Oh Mann. Oh Mann. The defense better not make a habit of giving him that shot. I mean, he doesn't miss many of them. Der hat. Oh, wow. Das war ein Alley-oop-Pass. Keine Ahnung wohin. Keiner hat damit gerechnet. Da hat Chris Paul da irgendwie, weiß nicht, was gesehen. Da sind wir durch? Nein.
Komm schon. Sowas macht er nicht rein. Das gibt's doch wohl nicht. Was für ein schlechter Anfang schon wieder hier. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Rebound. What? Scheiße. Der kleine Mann rippt uns den Ball vor der Nase weg. Gut, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpausen. Ey, was soll ich dazu sagen? Das waren für mich noch keine 5 Sekunden, aber okay. Manchmal steht man eine Minute da drin und kein Arsch pfeift, und manchmal steht man nur 3 Sekunden, da wird schon gepfiffen. Also auf jeden Fall katastrophaler Anfang, und jetzt kriege ich auch noch einen Foul. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das hat ja echt was gebracht, das Aufwärmen. Ach komm, das war alles sauber, keine. Nicht mal der Körper hat berührt. Gut, wir haben 0 Punkte, 0 Rebounds, nur das ist ein Foul, wir sind echt gut. So, da ist der Rebound. Fast zu high. Oh, fast wär's ein Turnover geworden. Jawohl, komm schon. Oh. Krasses Foul von Wilcox. Da guckt er auch noch unschuldig. Gianna macht den ersten nicht rein. Verdammt. Ich glaube, ich muss mal mit dem Trainer ein Gespräch suchen. Ich finde es total beschissen, dass Pau Gasol nie mit uns zusammenspielt und auch Derrick Rose nicht so wie am Anfang. Ganz komisches Starting 5 hier bekommen. Jawohl, jawohl. Oh my fuckness. Komm schon. Yes, so muss es sein, Baby. Steal und Assist. Tja, Mr. Chris Paul, ihr müsst einfach aufpassen. Nein. Ah, da mache ich wieder. Oh, shit. Oh, Ty Gibson mit einem Monsterblock und der Pass von Jimmy Butler, und wir hauen das Ding da rein. Aber der böse Block. He got my back, yo. From what I've heard, it was at the suggestion of his teammate. He's been slumping and struggling, and they're both hoping. So, wo willst du jetzt hinpassen? Wo willst du hinpassen? Nein. Ah, verdammt. Oh, fast hätte ich ihn erwischt, aber er kugelt doch noch den Ball rein. Komm schon. Ah. Yeah, that was as straightforward as it gets, guys. Chicago on the perfect release. Well, how about the numbers for this club as a team? 79%. Sehr schön. Alle beide reingehauen. Ich werde die Freiwürfe, glaube ich, nicht mehr rausschneiden. Ich werde nur noch die Pausen und so weiter rausschneiden, weil man Freiwürfe könnten ja durchaus auch mal interessant sein. Ja, da kommen wir zu spät. Komm schon, Rebound. Jawohl, den habe ich. Oh, komm schon, macht kein Turnover. Das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Oh, shit. Ja, sind halt stark in Transition, die Clippers. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man einen Turnover macht. Okay, ich mache wieder ein bisschen Posting. Oh, na, was? Da wollen die mich verarschen. Wieso sagen die schon wieder 5 Sekunden? Das gibt's doch gar nicht, ey. Kommt ja nicht mal zum Aufbau, wenn wir jetzt 5 Sekunden gepfiffen. Das geht gar nicht. Stoppt ihre Fastbreaks und nicht zum Offensiv-Report gehen. Okay. Dann machen wir das halt. Ah, schade. Muss man schon mal nehmen, so einen Wurf.
Den muss man schon mal nehmen. Wilcox is checked in for Sanders. And Paul subbed in for JJ Redick. And a moment now to reset the lineups, courtesy of Gatorade, all fueled up for the second quarter of basketball. Ah, fuck. Boom! Oh, okay. Ich wollte es versuchen. Oh, scheiße. Da kriegt er auch einen bösen Block. Ich wollte es eigentlich alleine versuchen, deshalb habe ich nicht gleich erst gegeben. Ah, Mist. Und im Gegenzug Chris Paul. Mann, Mann, Mann. Nach diesem richtigen Monsterblock, wo eigentlich schon... Ich habe den ja schon mit dem Unterarm geblockt. Nein, nein, nein. Wieso nimmt das so einen schillen Wurf? Okay, okay. Defense. Ah, fuck. Fetter Block wieder von Gibson. Was ist hier los? Hier ist die Block-Action. Aber 21-13 für die Clippers. Ich muss hier ein bisschen punkten. Ich muss offensiver. Yes, what? Mann, 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 da geht ja gar nichts rein. Was ist denn los? Aber zum Glück Gibson wieder hier mit dem Offensiv-Rebound. So, den habe ich. Weg da, Griffin. Mein Ball. Ah, ich komme nicht vorbei. Verdammt, Griffin hat mich gut ausgeblockt, genau. Second quarter play with almost 3 minutes gone. Paul, a screen on Heinrich. Picked by Griffin. There's the dish to Wilcox. Oh, komm schon. Schlechter Blockversuch, sagen die. Ein Zentimeter weiter rechts und ich hätte ihn wieder megamäßig den Unterarm geschoben. Aber okay, ich bin leider vorbeigesegelt. Ich komme nicht zum Offensiv-Rebound, aber sollen wir ja auch nicht. Go, 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 go. Ah, verdammt. Was ist denn hier los? Wir liegen mit 11 Punkten hinten. Fuck. Ich komme auch nicht wirklich ins Spiel. Ah, okay, das war wirklich ein schlechter Pass, den ich da angefordert habe. Aber im Endeffekt ist es immer noch die Entscheidung vom Point Guard, ob er den dann mal spielt. Verdammt. Wir müssen irgendwas ändern. Ein bisschen mehr Ruhe in die Offensive kommen lassen. Ein bisschen mehr Ruhe. Ah, what the hell? Komm schon. Es geht halt auch nichts rein. Es geht halt auch nichts rein. Ein Alley-oop wohin? Der zweite möchte gerne Alley-oop passen. Was ist denn da los mit Chris Paul? Aber soll uns recht sein, weil die führen ja schon mit 13 Punkten und ich habe selber nur 4 Punkte. Das geht natürlich echt gar nicht. Komm schon. Endlich kullert mal wieder was rein. Komm, das muss jetzt der Auftakt sein. Das muss der Auftakt sein. Dass wir jetzt hier mal in die Serie an Punkten reinhauen. Niemals. What? Da waren mindestens unter anderem ich drei Leute in der Luft und der haut das Ding einfach da rein. Yes, Kevin, Boss, in their last game out against the Timberwolves put on quite a show. He picked up 16 points. Es geht halt auch nichts rein. Causing havoc on both ends of the floor. This was just the latest in what has been a string of strong performances from him. Will we witness one tonight, guys? Nein, 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 den habe ich. Ah, shit. Aber okay, ein Foul, geht an die Linie. Fuck, wir müssen unbedingt punkten. Oh, komm schon. Und ich komme auf die Bank. Oh, Mann. 30-20 zur Halbzeit. Puh, da müssen wir auf jeden Fall jetzt echt Gas geben.
Ja, ich glaube, ich mach mal das. Oh, nee, das ist wieder die Antwort, die ich nicht haben wollte. Ich dachte, ey, ich sage jetzt, ich kann dabei helfen, hier das Ganze in auf Vordermann zu bringen, dann kommt er mit so egoistischen Scheißsprüchen. Okay, everybody, pay attention. We definitely got some stuff to go over. Okay, drittes Viertel, 10 Punkte hinten und das auch noch zu Hause, das ist, es geht nicht, das geht nicht, ganz klar. Let's go! Genau, mit den Bewegungen muss ich jetzt hier mir Freiraum verschaffen, wenn die so eng an mir kleben. Da muss was gehen. Blake Griffin down low and DeAndre Jordan. CP3 at point with Redick there at the backcourt. And it's Wilcox in at the small forward. Komm schon, komm schon. And Redick kicks to Griffin. Oh, da habe ich ihn geblockt. Den habe ich kommen sehen, den Dreher. Let's go. Oh, leider kommt kein Pass an. Butler against Paul. Boss passes to Butler. Kicks to Heinrich. Pass to Boss. Six to shoot. And Paul over to help. Here's komm schon. Was ist denn da los? Die einfachsten Dinger gehen nicht rein. Aber okay, Gibson ist wieder da. Defensiv bin ich heute gut drauf, aber offensiv ist das heute echt. Boah, den hätte ich noch fast erwischt, aber ich werde wieder. Was? Wieso krieg ich jedes Mal einen Foul, wenn ich an den guten Mann hier gehe? Jawohl, der erste daneben. Den zweiten macht er auf jeden Fall. Nein, macht er nicht. Huhu, sehr gut. Dann war es ein richtig gutes Foul. Oh, das war ein gefährlicher Pass, aber er kommt durch. Jawohl. Nur noch 4 Punkte, wir sind wieder dran. Und da ist der Stil, da ist der Stil. Wo ist der Pass? Er kommt einfach nicht an, er kommt einfach nicht an. Splash! Jawohl. Jetzt geht's ab, Leute. Da sind wir wieder dran, nur noch 2 Punkte hinten. Oh, auch der Alley-oop war nix. Gut aufgepasst von unserem Mann hier. Nein, 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 nein. Der geht niemals rein. Jawohl. Gute Defense. Butler kicks to Heinrich. Back to Butler. Gibson inside. Komm schon, Gibson. Shit. What? Komm schon. Okay, was hüpfe ich da hinten dumm, aber... das war jetzt mein drittes Foul, glaube ich schon. Ich aufpassen, weil sonst werde ich gleich mal auf die Bank gesetzt. Und das wäre nicht so gut. And Los Angeles making a change here as well. Farmar's checked in. Chicago trailing here. Heinrich with it. So, lass mir mal einen Rebound. Boss passes to Miritich. Yes. Sehr schön. 30-30, wir haben die 10 Punkte aufgeholt. Da geht was, da geht was. Keine aktuellen Anweisungen. Top 5 Scorer sind wir. Sehr gut. Nein. Komm schon. Fuck. Okay, Gibson. Zum Glück hat das Foul verursacht, nicht wir. Das wäre sonst unser viertes Foul gewesen.
team on the season. That's very impressive. Yeah, guys, they can feel very good about themselves when you bring up those statistics. Impressive numbers. Los Angeles making a switch here. Hawes is checked in. Last game for the Bulls, they picked up the W against the Timberwolves at Target Center. Tell you what, the way they shot the ball that game, Kevin, it looked like a shoot-around out there. It sure did, and all the more impressive because they did it on the road. You're not supposed to be able to get that hot in an opponent's building. Shoots. Hey, komm schon. Der kleine Hook muss doch reingehen. Oh, ich muss unbedingt an meinen Post mal ein bisschen Geld investieren, weil das geht gar nicht. Solche Dinger müssen einfach rein. Jawohl, schön aufgepostet von Mirotic. Ja, schade. Der ist drin. Schön, schön, schön. 25% in der ersten Halbzeit, das war wirklich schlecht. Mittlerweile sind wir bei 38% Quote, aber auch das ist nicht wirklich toll. So, ich freue mich zu meinem Mann. Sehr schön, sehr schön. Jawohl, schön aufgepasst. Komplett frei und Splash. Yay, yay. So sieht's aus. Every pass they make is leading to a score here. I mean, that's just exquisite ball movement. Yeah, they're making the right play. Das läuft. Das läuft. Die zweite Hälfte gehört uns, Baby. Nein, nein, du bleibst da, du bleibst da. Wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Du bleibst da. Wo willst du hin? Und ich hab den Steal. Yes, Baby. I would too. They need to make this a quick possession and a fruitful one too. Heinrich outside. Sehr schön, sehr schön. Schön durchspielen, schön durchspielen. Oh, da hätte auch der Pass kommen können. Oh Gott, das war, glaube ich, die schlimmste Entscheidung, die Snell da treffen konnte. Aber zum Glück hat Mirotic noch das Foul ziehen können. Wir liegen mit 2 Punkten in Führung, könnten jetzt eigentlich auf 4 erhöhen. Jawohl, der erste ist drin. Wir kriegen eine kleine Auszeit. Alright, auch okay. Alright, you're up. Und jawohl, wir liegen immer noch mit 3 Punkten in Führung. Das ist schon mal gut. Die kleine Pause hat uns sicherlich auch mal ein bisschen gut getan, ein bisschen die Muskeln entspannen. Reddick am Ball. Wilcox, da geht nicht rein. Jawohl, der geht nicht rein. Wir kommen rein, viertes Viertel, letztes Viertel. Und wir liegen mit 3 Punkten vorne. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir konnten das Spiel wirklich drehen. Jetzt müssen wir es nur noch so halten und einfach den Sieg hier einkassieren. Ah, wie konnte ich das? Den hätte ich doch abfangen müssen. Den Ball hätte ich doch wohl abfangen müssen. So schön vorsichtig hier. Ah, fuck. Okay, das war jetzt mein Fehler. Da bin ich zu früh weg. Ich hätte echt nicht gedacht, dass er nochmal passen tut. Und dann haut er natürlich den kompletten freien Dreier rein. Okay, er will den Ball nicht haben. Okay, dann kriegst du ihn halt nicht mehr. Let's go. Oh, komm schon. Der hätte doch reingehen können. So schlecht war der gar nicht. Fuck, McDermott begeht das Foul. Und end one. Okay, dann sind sie wieder 3 Punkte vorne. These long-range shots look like layups out there, guys. They've repeatedly gotten out on the break tonight as well and scored a lot of baskets. Nein, jawohl, genau zu dem. Komm schon, der muss rein. Was ist denn? Was ist denn heute los? Es ist der dritte Over-the-Back-Foul.
Das gibt's doch nicht, wenn die alle umfallen wie die Fliegen hier. Solche Pussys. Kann doch nicht sein. Keine Chance im Offensivspiel zu gehen, wird jedes Mal gepfiffen. Jordan sets the pick for Paul. Jawohl, der dritte Alley-oop, der ins Nichts geht. Was ist denn los mit Chris Paul? 6 Turnovers. Das ist krass. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Da ist wieder der Doppel. Und ich gehe gar nicht mehr zum Rebound, weil sonst werde ich nur wieder einem Foul zugesprochen. Oh, da ist der Steal. Jawohl, da ist der Steal. Wo ist der Pass? Er kommt. Es kommt kein Pass. Jawohl, da ist der Dreier. Komm schon. Oh, oh, und der... Scheiße, auf seinen scheiß Schädel der Ball gefallen. Mist. Nee, Griffin nicht alleine lassen, der kann auch schon mal einen Dreier werfen. Und das wollen wir sicherlich nicht. Ja, verdammt. Das hätte auch wieder ein Steal sein müssen. Und er haut den Dreier rein. 6 Turnovers und er haut den Dreier rein und ein 9:0 Run. Oh Mann, wir sind seit immer noch auf der 35 seit Beginn des vierten Viertels. Verflucht. Gibt's doch nicht. Guckt euch wieder. Oh, komm, der war ganz allein unterm Korb. Fuck, 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 das geht gar nicht. Defense, Defense. Und bald sind wir wieder bei 10 Punkten. Das geht nicht. Was ist denn los? Oh, Vorsicht. Komm schon, der geht rein. Rein mit dem Shit. Ich will das Spiel hier gewinnen. Nachdem wir so einen schönen Dreh hatten im dritten Viertel, können wir das Spiel jetzt hier nicht einfach so verlieren. Das geht nicht. Jawohl, schön. Schön aufgepasst, Jano. Ah, das war natürlich wieder blöd von mir. Das war richtig beschissen. Fuck. Mein Fehler. Das war auf jeden Fall mein Fehler. So ein Scheiß. Komm schon, der Dreier. Ah, nicht, der geht auch nicht mal rein. Heute geht wieder gar nichts rein. Den macht er doch sonst immer rein. Und sie treffen jetzt alles. Sie treffen jetzt alles. 10 Punkte, noch 2 Minuten. Fuck, fuck, fuck. Komm schon. Yes, genau so müssen wir das jetzt machen. Genau so müssen wir das machen. Ich stelle mich an die Dreier hin, warte auf das Doppeln und dann der Pass zum freien Heinrich der Hoffnung. Oh no! Ah, nee. Das tut weh. Das tut weh. Schöner Pass zu Butler. Schön, 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 schön. 7 Punkte. Jetzt müssen wir die aufhalten. Jetzt müssen wir Defense spielen. Jetzt müssen wir Defense spielen. Dürfen jetzt nicht mehr punkten. Komm schon, Defense. Schön, schön. Wir bleiben dran, wir bleiben dran. Nein, 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 komm schon. Yes. Jawohl. Nice, Team. Nice. Ah, komm schon. Der hätte rein müssen. Ich war doch komplett frei.
Den hätte ich machen müssen. Den hätte ich machen müssen. Wenn der reingegangen wäre, dann wäre es nochmal echt spannend geworden. Aber so, ah, verdammt, das ärgert mich. Nein. Jawohl, komm schon. Muss der Dreier her. Der Dreier muss her. Puh, 5 Punkte. Ich glaube, wir müssen jetzt faulen. Wir müssen jetzt faulen. Sehr schön. Ich glaube zwar nicht, dass es noch klappen wird, aber man muss bis zum Schluss kämpfen. Ah, der 2 hätte rein müssen. And so both free throws are good, and it's a 7-point game. Well done at the free throw line. I'll tell you what, that will make things a lot easier on them if they can continue to convert. Heinrich against Paul. Back to Heinrich. 3-pointer. Yes! And now they trail by just 4. There's 10 seconds left in the fourth quarter. And they need to stop the clock, so there's a foul. Yeah, you got to freeze the clock. I mean, that's the enemy in this situation. A few misses at the line, and they're in good shape. JJ ready. 2 shots. Puh, schade, schade. Das sah alles so gut aus, und dann haben wir echt noch das Spiel im letzten Viertel abgegeben. Das tut natürlich dann noch mehr weh. So he goes 2 for 2 at the line. And it's a 6-point ball game. No mistakes there. I think you can close the book on this one, guys. It's done. Here's Boss. Ah, okay. From 3-point range. Nun gut. Wieder eine Niederlage. Aber was mir halt echt gerade gar nicht gefällt, ist, dass ich einfach auch nicht mit Derrick Rose und mit Gasol zusammenspiele. Das ist ein bisschen blöd. Verstehe auch nicht, wie hier 2K-Coach da irgendwie das jetzt bewertet. Und ich werde auf jeden Fall mal das Gespräch mit dem Coach suchen. Mal gucken, ob da sich was machen lässt. Aber so kann es echt nicht weitergehen. Wir müssen mehr Siege hier. Ja, die Auszeit nützt jetzt auch nichts mehr. So, und das war's. Leider wieder eine Niederlage. 54-47. Schade, nach einem richtig guten dritten Viertel. 16 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals, 2 Blocks. An sich nicht schlecht. Okay, offensiv haben wir ein bisschen am Anfang geschwächelt, aber an sich sonst war es richtig gut. Gucken wir mal kurz die Teamwertung hier an. Ja, die 3 waren heute richtig schlecht. Ja, zu viele Turnovers, wobei auch natürlich die Clippers einige Turnovers hatten. Ansonsten war es nicht schlecht. 6 Blocks. Aber ich glaube, die 3 haben uns ein bisschen wehgetan. Aber was soll's, so ist es nun mal. Bester Spieler Wilcox. Euch wie immer danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Das wird das Video ein bisschen pushen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mike. Yeah, yeah.